Für alle, die Tütenknödel satt haben, habe ich hier mal ein ganz einfaches und schnelles Rezept. Kartoffelknödel halb und halb selber machen. Was ihr dafür benötigt und wie ihr die Knödel zubereitet, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für Kartoffelknödel halb und halb bedarf es gar nicht vieler Zutaten. 750 Gramm gekochte Pellkartoffeln mehlig kochend, 750 Gramm rohe mehlig kochende Kartoffeln, 4 Esslöffel Speisestärke, ein Ei, Muskatnuss und Salz. Als erstes werden die Kartoffeln gewogen. Es sollten sowohl bei den Pellkartoffeln als auch bei den rohen Kartoffeln ungefähr 750 Gramm sein. Da die rohen Kartoffeln ja noch geschält werden müssen, habe ich hier 50 Gramm mehr genommen. Die Pellkartoffeln werden je nach Größe zwischen 20 und 25 Minuten gekocht. In der Zwischenzeit werden die rohen Kartoffeln fein gerieben. Wer eine Haushaltsmaschine hat, der kann sie auch darin reiben. Danach werden die geriebenen Kartoffeln gut ausgedrückt. Die Flüssigkeit auffangen, am Boden setzt sich dann nämlich die Kartoffelstärke ab, die wir später noch für die Knödel verwenden. Die eigene Kartoffelstärke gibt den Klößen später dann noch besseren Halt. Die Pellkartoffeln werden dann gepellt, solange sie noch warm sind, und durch eine Kartoffelpresse gedrückt oder aber mit dem Kartoffelstampfer zerstampft. Wenn diese Arbeit erledigt ist, kann das Wasser von den Kartoffeln abgeschüttet werden. Und jetzt schaut mal, am Boden sieht man schon, da hat sich die Stärke abgesetzt. Und die wird jetzt der Kartoffelmasse hinzugefügt. Für das Zusammenhalten der Knödel reicht das jedoch noch nicht. Es muss noch weitere Speisestärke hinzugefügt werden. Einige Hobbyköche nehmen statt Speisestärke auch Mehl. Davon rate ich jedoch ab, Speisestärke macht die Knödel fluffig, Mehl dagegen macht sie bretthart. Der Pellkartoffelmasse wird jetzt noch ein Ei hinzugefügt und dann kommt die ausgedrückte Kartoffelrohmasse dazu. Jetzt noch etwas würzen, alles gut vermengen und dann ist der Teig fertig. Einen Topf mit reichlich leicht gesalzenem Wasser erhitzen. Bei selbstgemachten Knödeln empfiehlt es sich immer, einen kleinen Knödel vorher zu kochen, um zu schauen, ob die Knödelmasse beim Kochen auch hält. Das ist hier der Fall. Also können jetzt mit am besten leicht nassen Händen weitere Knödel abgedreht werden und kommen ebenfalls in das nicht mehr siedende, sich aber leicht bewegende Wasser hinzu. Nach einer kurzen Zeit schwimmen die Knödel an der Oberfläche. Vorsicht, sie sind jetzt noch nicht gar. Die Knödel brauchen, bis sie dann wirklich gar sind, ca. 25 Minuten. Dann können sie angerichtet werden und zum Beispiel zu einer leckeren Haxe dazugereicht werden. Apropos Haxe, Haxe nach Wiesenart findet ihr hier oben in diesem Video. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.